Hallo und herzlich willkommen auf EWU2K TV zu einer neuen Folge von WWE Showcase 17. My Career Raw ist mal wieder an der Tagesordnung und heute ein Match gegen The Architect, Kingslayer Seth Rollins, der wahrscheinlich Revanche will, weil er aufgegeben hat. Schauen wir mal, außerdem hätten wir noch der Baron of Swag hat sich mit Bray Wyatt und Cesaro verbündet und die wollen Alberto Del Rio ordentlich den Hintern versohlen. Big Show gegen Baron Blade, Mark Henry gegen Tyson Kidd, Dolph Ziggler gegen Jack Swagger, Curtis Axel gegen Lance Xander, Stardust gegen Heath Slater und Nick Noxai gegen Triple H im Opener. Ja, und da begrüße ich euch an dieser Stelle auch nochmal. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr reingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr habt bis jetzt einen fantastischen Tag. Habt ihr denn so erlebt bis jetzt heute? Wahrscheinlich nur Schule oder so. Keine Ahnung, könnt ihr mal gerne in die Kommentare reinschreiben. So, wo sind wir denn heute? In Sacramento. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Finden wir schon noch ein Thema, was wir heute noch durchackern können. So. Und ich habe schon eine jote Idee, worüber wir heute sprechen können. Sieger, irgendwie sind wir eh nicht so Knaller-Matches dabei. Das hier ist, ja gut. Hat der arme Alberto verloren. Dann kommen wir zum Main-Event. Ich mache ja immer Themen hier so meistens über die Wrestler, die in den Shows quasi drankommen, also die mein Gegner in der Show sind oder wenn ich zum Beispiel nochmal mein Outfit ändere, dann rede ich sehr, sehr viel über diesen Wrestler. Das könnt ihr auch euch darauf einstellen, dass das wahrscheinlich in den ersten zwei Folgen vom nächsten Ingame-Monat so sein wird. Und da ich sehr wahrscheinlich nicht mehr gegen den antreten werde, würde mich einfach mal interessieren, was haltet ihr denn von Dean Ambrose? The Ambrose Asylum, The Lunatic Fringe. Schreibt mir das mal in die Kommentare. Weil dann hätten wir, glaube ich, so langsam den kompletten Shield durchgekaut. Weil Ambrose war eben nur, wo wir in der Intercontinental-Rangliste drin waren. Aber ich glaube, da habe ich das noch nicht so intensiv betrieben, dass ich so viele Fragen gestellt habe, was ihr von dem und dem haltet und so. Das kam ja irgendwie erst dann so vor ein paar Wochen. Das hätte ich mal früher machen sollen. Dann wäre vielleicht in den Kommentaren noch mehr die Post abgegangen, weil da großes, großes Dankeschön an euch. Seitdem ich das mache, steht sehr, sehr viel in den Kommentaren. Das freut mich wirklich. Ich habe einfach am Anfang, das war ein Fehler, da habe ich nicht so wirklich Anreiz gegeben, dass da mal was in die Kommentare geschrieben wird. Also, großer, großer Daumen nach oben. Coole Aktion von euch, dass ihr mich da auch so unterstützt und bei den Diskussionen mitmacht. So, jetzt schauen wir erstmal, was der Herr Rollins heute so hier auf Lager hat. Momentan nicht viel. Momentan steckt er nur ein. Oh, jetzt. Okay, da ist er. Kommt aber schon der Reversal. Die 9%. Das würde mich auch mal interessieren, wie diese 9% zustande kommen. Das ist so komisch. Ich habe eine Powerbomb im Report. Oh, gut zu wissen. Das wusste ich gar nicht, dass ich eine Powerbomb habe. Ach, shit. Riecht das die ganze Freude wieder weg. Wie ist denn das eigentlich so heutzutage? Also ich sammle ja die Funko-Pop-Figuren, aber das sind ja jetzt keine Spielfiguren in dem Sinne. Das ist einfach so für mich sind es Sammlerfiguren. Klar, der ein oder andere, oder gerade Eltern werden wahrscheinlich denken, hey, das ist ja Gummi, da kann ja nichts kaputt gehen. Dann kann man ja mal den Kindern zum Spielen schenken. Wie sieht denn das bei euch aus? Hattet ihr früher so Wrestling-Figuren zum Spielen? Ich hatte nämlich... Ich hatte so viele Hasbro-Figuren von damals den ganzen Wrestlern, die ganzen WWF-Superstars. Ich hatte zwei Versionen vom Undertaker, aber der einen war sogar so ein Stoffmantel dabei. Ich hatte zwei Versionen von Bret Hart, Razor Ramon, da war sogar, die war sogar richtig was wert, habe ich jetzt mal bei eBay gesehen, aber gut, wenn sie unbespielt sind, ja, wenn sie halt nicht mal eingepackt sind, wenn sie noch verpackt sind original, dann sind die richtig was wert. Das war bei mir nicht der Fall, weil ich habe ja halt damit gespielt. Das hatte ich noch, Doink der Clown, der hatte sogar hier so richtige Stoffhaare gehabt. Habe ich das? Ja, habe ich reversed. Da habe ich ja noch Yokozuna. Das war so ein voluminöser Wrestler, der, ich glaube, ein Cousin von The Rock war das. Der hat aber einen Japaner gespielt oder dargestellt. Über den habe ich ja auch schon mal hier gesprochen, wo ich das mit dem Undertaker angefangen habe, hier in dem Ingame-Monat. Also der hat auf jeden Fall das Doppelte gewogen. Den haben die sehr, sehr gut umgesetzt als eine normale Figur. Jim Neidhart hatte ich, also ein Schwager von Bret Hart.
Ich muss überlegen, wen habe ich denn noch gehabt? Hacksaw Jim Duggan. Der hat eine Amerika-Flagge gehabt. Den hatte ich. Meine ersten Wrestling-Figuren war sogar. Kennt noch einer von euch die Legion of Doom? Hawk und Animal. Hawk ist leider schon lange, lange verstorben. Aber Animal lebt noch. Ich glaube, der ist Road Agent oder so von der WWE. Macht der mittlerweile Backstage. Mit dem hat auch Matt Hardy mal ein Tag-Team gebildet noch. Also auch schon, keine Ahnung, gefühlt 10 Jahre her. Die zwei waren die ersten Wrestling-Figuren, die ich hatte. Ja, und ich habe gerade keinen Reversal. Und jetzt habe ich verpennt, mich rauszurollen. Mann! Das kommt, seht ihr, ich bin wieder so viel am Labern. Ich habe wieder voll meinen Signature-Moment verballert. Obwohl ich da am Anfang, oh, guck mal, du bist ja schon hier bei fast 40% wieder. Oh. Ah, oh, ich hab's reversed. So. Den will ich jetzt mal als erstes zeigen, weil ich will das, versucht das so ein bisschen in den Rest der Folge zu machen, dass der Chokeslam eher so meine Vernichtungsvorbereitung quasi ist. Geh doch auf die Birne, Mann. Geht doch. Oh, er hat schon eine Platzwunde. Bei gelbem Kopfzustand, ey. Was ist das denn? Wie setzt sich das denn bitte zusammen? Mal so, mal so. Kann sich auf nichts hier verlassen, ey. Ich sag, ich krieg aber so langsam hart Kopfschmerzen. Ich habe halt so viele Folgen aufgenommen. Das nehme ich manchmal 2 Wochen nicht auf, was ich heute rausgeballert habe. Vielleicht habe ich auch deswegen so ein bisschen Bauchschmerzen. Essen total vernachlässigt heute. Aber macht euch keine Gedanken. Das wird schon gut gehen. So, und jetzt Chokeslam. So, Vernichtung wird kommen. Na gut, erstmal nicht, weil... Aber weißt du, da willst du so einen coolen Move als Vorbereitung nutzen und dann geht's nicht, weil ein Reversal kommt. Könntest du echt heulen. Ja, und jetzt noch... Das wäre dann so das epische Ende, wenn das jetzt noch funktioniert. Ich glaube, er kickt raus. Der kam ja letztes Mal, oder vorgestern kam der auch bei jedem bisschen raus. Was heißt bisschen? Nach jeder harten Aktion eher ist der immer rausgekommen. Ja, und jetzt ist das wieder der Fall. Ach. Oh, und da ist der Signature von ihm. Junge, das reicht doch eh noch nicht. Hier mit verbundenen Augen komme ich da wahrscheinlich raus. Ich habe es jetzt nicht ausprobiert. Wollte mal sehen, ob ich nämlich noch einen Widerstand habe. Tja, das war's mit deinem Pedigree-Pal. Komm, gibt's noch mal Seiltanz hier. Weil der Move so cool einfach ist. Also sollte jemand die Fragen haben, das ist Oldschool, heißt der Move. Kann man bei den Signaturen verwenden. Was ist hier, Junge? Hey, wie kann es anders sein? Da wird mal wieder reversed. Oh, das sah gut aus. Wir hatten schon lange mehr, dass sich ein Gegner verpisst hat, obwohl der total am Verlieren war. Geilste war, als das erste Mal Bray Wyatt gemacht hat. Ich dachte, das wäre ein Bug. Ja, genau, zu früh. Niemals war das zu früh. Am Arsch. Na
ganz toll, ey. Ich hab grad voll gedacht, ich hätte den schon. Jetzt. Jetzt haben wir ihn. Mann, ey, der hat den nicht angenommen. Ja gut, ich Idiot, habe auch die Kreistaste gedrückt. Ah, sonst hätte ich da was gezeigt, jetzt gegen ihn. Ich hätte ihn platt gemacht. Wie immer, dass ich die Hand gebrochen oder was? Ja genau, hau vorbei, du Sch... Ein Stück ist der Typ, das gibt's gar nicht. Ich kann nicht reverseln! Habe ich jetzt Glück gehabt? Oh nein! Gelbe Oberarme hat er. Oder gelbe Arme generell. So, komm, das muss doch jetzt mal sein hier. One, two, three. Jawohl. Bestes Englisch hier nochmal gelernt. One, two, three. Den wollte ich auch haben. Den One, two, three Kit. Den gab es aber nirgendwo zum Kaufen. Also nochmal zurück zu meiner Figurengeschichte. Lex Luger hatte ich auch. Tatanka hatte ich. Jetzt kommen noch Namen. Shawn Michaels hatte ich. Marty Jannetty. Ah, jetzt wird es aber langsam dünn. Den Macho Man. Der Macho Man war meine zweite Figur. Jetzt, wo ich den gerade als Funko Pop Figur sehe. Julile. Gewonnen. Glaube aber, das war's. Hey, The Rock und Steve Austin, das waren nicht die Generation. Die gab es da noch nicht. Halt alles 90er. Also frühe 90er. The Rock kam, glaube ich. Oh, wann kam The Rock denn? 96, 97 mit dem Rocky Maivia Gimmick. Und 96 kam auch Steve Austin zur WWF. Hat noch das Ringmaster Gimmick, glaube ich, gehabt. Und dann hat er Stone Cold, wurde dann 97 beim Royal Rumble. Da hat er schon das Gimmick gehabt. So, Dele. Na gut, dann schauen wir mal, was uns morgen bei SmackDown erwartet. Und das ist, jawohl, der Noxai ist mein Gegner, da freue ich mich drauf. Dann, ja, würde ich sagen, Folge für heute rum. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne was in die Kommentare zum Thema Spielsachen, was ich zum Beispiel erwähnt habe. Aber ganz wichtig auch für mich, das Thema Dean Ambrose nicht zu vergessen. Das ist nämlich noch für mich so eine abschließende Frage, was mir auf dem Herzen liegt quasi, um es mal übertrieben zu sagen. Ja, auf jeden Fall, entweder in den Kommentaren oder auf meinem Discord-Channel, Link dazu unten in der Videobeschreibung. Ich bin jetzt raus, bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Reinschalten, für die Aufmerksamkeit, wünsche euch allen noch einen super guten Tag. Lasst euch gut gehen, stellt nichts an, bis morgen um 12, macht's gut und ciao.